Das Sommercamp. Es ist fertig. Na los, Junior, zeig, was du kannst. Maurice, meinst du nicht, dass deine Ansprüche an ihn manchmal ein wenig hoch sind? Er ist doch noch so klein. Vielleicht sollte er ja ein bisschen mehr mit Freunden in seinem Alter spielen. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber du hast recht. Ich habe eine tolle Neuigkeit. Du sollst mehr Zeit mit gleichaltrigen Freunden verbringen und deshalb schicke ich dich ins Sommercamp. Na, 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 kein Grund zu maulen. Ein Tigerkrieger lässt die Dinge auf sich zukommen. Und dann wirst du sehen, dass ein Sommercamp viel Spaß macht. Ah, das muss dein Betreuer sein. Tor auf! Komm, Junior, begrüßen wir deinen netten Patrick, was machst du hier? Oh, Dschungelhelden, wie schrecklich! Unser Dschungel wird in die Luft fliegen! Was? Entschuldigt, ihr müsstet eure Gesichter sehen. Warte, Patrick. Erzähl mir nicht, dass du nur hergekommen bist, um uns diesen Streich zu spielen. Nein, ich wollte euch erzählen, dass ich dieses Jahr das Sommercamp leite. Ich springe für meinen Cousin ein, der ist ausgerutscht und hat sich den Knöchel verstaucht. Schadenfreude ist nicht nett. Gab es denn keine andere Vertretung für ihn? Jemand Lustigeren als mich, mit dem man so viel Spaß hat, hätten sie gar nicht finden können. Dann spiel schön mit deinen Freunden, aber Junior, keine Mutproben und vor allem kein Kung-Fu. Verstehst du? Versprichst du es mir? Sehr schön. Ein Tigerkrieger hält immer seine Versprechen. Patrick, pass auf, dass er sich an die Regeln hält. Ich verlasse mich auf dich. Na klar, das kannst du auch. Keine Sorge, Maurice. Und jetzt gehen wir erstmal eine Runde im Krokodilsee schwimmen. Freunde, das war ein Witz. Los, stürzen wir uns ins Abenteuer, Junior. Also, Junior, da wären wir. Das sind die anderen. Fritzi, Kolja, Lisa und Ingolf. Hallo. Wir sind hier, um Spaß zu haben, oder? Also, los geht's. Springen wir in den See. Da können wir aber nicht reingehen, Patrick. Das Wasser sieht komisch aus. Hä? Ja, das stimmt. Wieso ist das Wasser denn so schmutzig? Na ja, kein Problem. Dann spielen wir im Verstecken, ja? Ja! Ja. Also gut, dann versteckt euch, Kinder. Eins, zwei, drei. Guckt mal hier, eine Höhle. Ja! Ach komm schon, Kolja, muss das sein? Tut mir leid, aber ich kann nichts dafür. Von Eukalyptus muss ich pupsen. Ja, ja. Wow, Tropfsteine. Die müssen aus der Kreidezeit stammen. Ja, diese Höhle ist klasse. Also ich habe Angst. Hier wird es immer dunkler und ich fürchte mich im Dunkeln. Woher weißt du, dass wir nicht in Gefahr sind? Hä? Du? Der Sohn vom großen Tigerkrieger? Das ist ein guter Witz. Ja, klar. Und wisst ihr was? Ich bin der kleine Sohn von Grummel. Hier ist alles voller Keime und Bakterien. Wie eklig! Wenn du wirklich der Sohn von Maurice bist, dann zeig uns dein Kung-Fu. Spiel schön mit deinen Freunden, aber Junior, keine Mutproben und vor allem kein Kung-Fu. Alles Ausreden. Du bist einfach nur ein Lügner. Kommt schon, weiter geht's. 98, 99 und 100. Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Die haben sich aber gut versteckt. Ich muss sie zum Lachen bringen, dann verraten sie sich. Ah, oh. Hey, Kinder, seht mal, wie hübsch ich bin. Na, sowas, ich glaube, das war ein Lachen. Oh, wie wunderschön. Wow, das sind ja tolle Austern. Vielleicht ist deshalb das Wasser so dreckig. Alle Austern sind hier und das bringt das Ökosystem durcheinander. Was meinst du denn damit? Die Austern filtern das Seewasser, dank ihnen bleibt sauber. Wenn das so ist, müssen wir sie zurück ins Wasser bringen. Ich will heute noch schwimmen. Was heißt das, wir sind in Gefahr? Was? Wer ist dieser Wladimir? Ich wette, den hast du gerade erfunden. Oder bist du einfach nur feige und hast Angst vor Abenteuern?
Also kommt schon, Freunde. Weiter geht's. Ha, ja! Wem ist die denn rausgerutscht? Also, ich pups keine Perlen. Was höre ich da? Oh? Eindringlinge! Wer wagt es, den großen Wladimir in seinem Versteck zu stören? Ich weiß, dass ihr hier seid. Und ich werde euch finden. Oh, meine tapferen Wachen. Macht euch bereit. Wir müssen mucksmäuschenstill sein. Entschuldigung. Ich hab euch. Ich meine, ich hab euch gehört. Schnapp sie euch. Halt! Die Dschungelhelden, ihr schon wieder? Also das nervt, ich hab keine Angst. Junior ist einer von den Dschungelhelden? Dann hat er ja doch die Wahrheit gesagt. Niemand kann Wladimir den Großen davon abhalten, eine riesige, funkende Statue von sich selbst zu bauen. Kommt raus, Dschungelhelden, ich habe keine Angst vor euch. Hm, was sagst du? Du bist ganz allein, kleiner Tigerkrieger? Das bedeutet, du bist machtlos gegen meine blitzschnellen, tapferen Austernwachen. Schnappt ihn euch! Oh, er ist der Sohn vom großen Tigerkrieger. Junior! Junior! Kinder, hallo! Jetzt kommt schon raus! Das ist nicht mehr lustig! Mach's gut, kleiner Tiger! Ich hoffe für dich, du kannst schwimmen! Sieh dir das an, mein Austernschatz. Nur noch eine kleine Handvoll Perlen. Und der große Wladimir funkelt und glänzt wie ein Juwel. Hey, du halbe Portion, ich hab Hunger. Los! Hier. Und mein Saft? Wo bleibt mein Saft? Austernwachen, stopp den Gefangenen! Du kleines Furzkissen, dachtest du, du entkommst? Niemand entkommt Wladimir dem Großen. Olé! Was ist das? Auf gar keinen Fall. Gegen Wladimir kommt niemand an. Erledigt ihn. Gut, Junior. Ich übernehme. Nein, meine Kastagnetten. Ihr seid frei. Du hättest dich niemals mit dem großen Wladimir anlegen dürfen, du halbe Portion! Diese Auster lebt seit ihrer Kindheit bei mir. Ich brauche keine Kastagnetten, damit sie mir gehorcht. Zeig's ihnen, mein Schatz! Du hast sie verschluckt, du kleine Löwin. Komm zu Vladi. Austerli, hilf mir, schnapp ihn. Meine Liebste. Ich bin's doch. Lass mich raus. Das hast du verdient. Und wenn du nochmal den See verschmutzt, kriegst du's mit Junior, dem größten kleinen Tigerkrieger aller Zeiten, zu tun. Ein Hoch auf Junior. Hip, hip, hurra! Ah, Kinder, da seid ihr ja. Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich dachte, euch wäre was passiert. Ach, solange Junior bei uns ist, kann uns nichts passieren. Ja, er ist so toll. Du hättest ihn sehen sollen. Es war der Wahnsinn.
Entschuldige, Junior, aber du hast doch nichts gemacht, was mir Ärger mit Maurice einbringen könnte. Wie Kung Fu. Bist du ganz sicher? Ja, Junior sagt die Wahrheit. Das würde er nie machen. Nicht mal, um uns vor wilden Ninja-Austern zu retten. Ah, zum Glück. Patrick, was hast du denn da auf deinem Kopf? Ach, das? Ich wollte euch zum Lachen bringen, damit ich weiß, wo ihr seid. Ich finde es gruselig. Ja, der Trick ist wohl nicht ganz ausgereift. Hey, Kinder, seht euch das Wasser an. Es ist super sauber. Kommt, lasst uns schwimmen gehen. Yeah! Überraschung. Aber wo sind denn nur alle hin? Freunde. Hallo? Hm? Seid schön vorsichtig. Seid ihr bereit, meine Freunde? Ich glaube nicht, dass sich Al über das Geschenk freuen wird. Aber klar, Grummel, er wird aus dem Häuschen sein. Na toll, jetzt sitze ich hier allein. 1, 2, 3, herzlichen Glückwunsch, Al! Oh, ein Larvenkuchen, danke, meine Freunde. Oh, wie schön, dass ihr es nicht vergessen habt. Nicht so wie Bob. Er weiß, dass ich Geburtstag habe und war den ganzen Morgen verschwunden. Naja, das sieht ihm ähnlich. Er denkt mal wieder nur an sich. Nein. Oh doch, typisch Bob. Überraschung. Hm? Bob, der nur an sich denkt, war im Kuchen. Ach komm schon, Bob. So war das nicht gemeint. Gesagt ist gesagt. Zu spät. Und den Kuchen esse ich allein. Ich bitte dich, Bob, jetzt bleib doch hier. Kommt schon, Freunde, ihr werdet doch nicht an Erls Geburtstag streiten. Also, das klären wir später. Dschungelhelden! Auf zur Rettung! Viel Erfolg! Viel Erfolg! Tor auf! Hallo, mein Freund. Was führt dich hierher? Hallo, ich bin Edmund und ich bin hier, weil es Schwierigkeiten mit meinen Onkeln gibt. Haben sie dich geärgert? Nein, gar nicht. Ich finde sie ganz toll und hoffe, dass ich eines Tages genauso gut schnitzen kann wie sie. Biber sind oft richtige Schnitzkünstler. Na, aber klar. Bei uns lernen die Kinder schnitzen, bevor sie laufen können. Harry konnte auch draufhauen, bevor er laufen konnte. Das ist ja sehr interessant, aber was ist mit deinen Onkeln los? Gestern Nacht sind sie verschwunden. Einfach so. Keine Sorge, Edmund, bei uns bist du richtig. Die Dschungelhelden werden sie finden. Lasst uns gehen, Freunde. Oh, ist das schön. Was habe ich gesagt? Meine Onkel sind die Schnitzmeister des Dschungels. Wenn ich groß bin, möchte ich so werden wie sie. Die haben das schon von ihren Onkeln gelernt. Und die von ihren. Und die von ihren. Und die haben das schon von ihren Onkeln gelernt. Und die von ihren. Ja, wir verstehen, was du meinst. Die Dschungelhelden! Ich bin ja so froh, dass ihr hier seid. Wir machen uns solche Sorgen. Wir werden rausfinden, was mit den Schnitzmeistern passiert ist. Ist dir irgendwas aufgefallen, bevor sie verschwunden sind? Ich kann mich nur an ein merkwürdiges Summen mitten in der Nacht erinnern. Es ging so. Nein, eher so. Oder vielleicht so. Schon verstanden, ein Summen eben. Ich würde sagen, es klang so. Aber ja, ganz genau so, so war's. Also gut, dann begeben wir uns jetzt auf die Suche. Ich glaube, ich habe schon einen Hinweis gefunden. Sehr gut, das kann uns weiterhelfen. Edmund, deine Onkel sind bald wieder zu Hause. Na dann los, Freunde. Meine Freunde, da wären wir. Nun, das war nicht gerade um die Ecke. Oh, schnell! Ich möchte überall Statuen von mir sehen. Von mir und nur von mir. Wladimir? Das gibt's doch nicht, wie eingebildet er ist. Das nervt. Wladimir, hörst du mich? Hier ist Maurice. Lass die Biber frei, sonst schüttelt dich unser Freund Harry so richtig durch.
Oh nein, nicht die Dschungelhelden! Warum ist der Wladimir dem Großen immer in die Quere kommen? Ja, das tun sie wirklich immer. Oh ja, sie haben unsere Pfeile entdeckt. Wir sind gerettet. Diesmal werdet ihr es nicht schaffen, mich aufzuhalten. Nein, diesmal auf keinen Fall. Ach nein? Dann wart's mal ab. Meine liebsten kleinen Tigermücken, schnappt sie euch! Oh nein, Tigermücken! Ihre Stiche jucken ganz, ganz fürchterlich. Ich hab euch ja gewarnt. Diesmal könnt ihr es nicht mit dem großen Wladimir aufnehmen. Ah, wir sind erledigt. Harry wird auf stechende Tierchen draufhauen. Sie haben sogar dich erwischt, Junior. Ich kenne das perfekte Mittel gegen Mückenstiche. Die Mango hilft ja wirklich ganz toll, Grummel. Und jetzt zeigen wir Wladimir, dass mit uns nicht zu spaßen ist. Aber Maurice, mit den Mücken können wir da nicht wieder rein. Ach doch, wir müssen ihm zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Na klar, Maurice, ich weiß die Lösung. Wir bringen ihm ein Geschenk. Dieses Geschenk wird er nicht ablehnen. Meister, Meister, kommen Sie her, das müssen Sie sich ansehen. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, den großen Wladimir zu stören. Aber ich kann nicht sehen. Warten Sie mal, ich werde Ihnen helfen. Sie sind zu klein. Was hast du gesagt? Ich bin zu... Was? Ich meinte zu niedrig. Vorsicht, Igor. Oh, ist die schön. Ich hab da so eine Vorahnung. Die Dschungelhelden haben eingesehen, dass sie gegen mich keine Chance haben. Und jetzt wollen sie sich mit mir gut stellen. Los, Igor, bring diese wunderschöne Statue von mir hier rein. Toll gemacht, Grummel. Dein Plan hat funktioniert. Das haben wir Bob zu verdanken. Er hatte die Idee, in die Torte von Al zu schlüpfen. Also gut, Freunde. Lasst uns die Biber befreien und dann die Kurve kratzen. Tja, Freunde, mit den ganzen Mücken hier wird das nicht einfach werden. Wir müssen zum Käfig kommen, bevor sie ihre Runde geflogen haben. Kommt mit! Oh, ich liebe mich. Wenn ich mich nur dauernd selbst betrachten könnte. Genau, Meister. Ja, Meister. Dann los, Freunde. Hey, Freunde, wacht auf! Wir wollen euch befreien! Die Dschungelhelden, seid ihr hier eingebrochen? Ja, aber was ich nicht verstehe, wieso habt ihr euch nicht durch die Käfigstäbe genagt? Oh nein, Bambus ist gar nicht gut. Viel zu salzig. Und er bleibt auch zwischen den Zähnen hängen. Also schön, Harry, kannst du bitte den Käfig aufmachen? Kein Problem für Harry. Die Mücken werden gleich zurück sein. Schnell zum Tor. Gleich geschafft. Was sagt ihr denn bitte dazu? Da ist noch viel Arbeit nötig. So können wir sie nicht stehen lassen. Wer wagt es, den großen Wladimir beim Schlafen zu stören? Oh, die Dschungelhelden. Die Gefangenen bleiben hier. Entschuldigt, Dschungelhelden. Ich hab eine Idee. Auf den Boden. Los jetzt.
habe eine Überraschung. Bonsai! Gut gemacht, Freunde. Das war toll, Maurice. Also, Wladimir, jetzt kommst du dran. Wir müssen fliehen, Igor. Gut, Abflug, Meister. Wir sehen uns wieder, Dschungelhelden. Und dann gewinne ich. Maurice, guck, die Mücken kommen aus den Nasenlöchern und Ohren raus. Bob, Elle möchte sich bei dir entschuldigen. War ja klar, dass Elle sich nicht trauen würde, selbst zu kommen. Das sieht ihm ähnlich. Aber wartet. Irgendwas sagt mir, dass dieser Kuchen gefüllt ist. Na los. Komm raus, Elle. Hallo. Hast du ein Stück Kuchen für mich, mein Freund? Ich bin reingefallen. Rettet Junior. Eins, zwei, drei und stopp. Gleich nochmal. Eins. Anderthalb. Und zwei. Zweieinhalb. Das ist er, der Kleine da. Drei. Stopp. Du? Ja. Na? Nicht bewegen. Hä? Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein! Weg da! Los! Ihr habt euch bewegt, verloren! Genug gespielt, die Pflicht ruft! Dschungelhelden! Harry, bist du bereit? Krötenfreunde haben Stopp gesagt. Ist doch nicht mehr Stopp. Nein, wir spielen nicht mehr, Harry. Dann bewegt sich Harry wieder. Junior, wo bist du? Der Kleine ist echt ein harter Brocken. Junior! Geh schon vor. Ich lenk die anderen ab. Junior! Na gut, Sohn. Komm nach, wenn du dein Geschäft erledigt hast. Wo war ich stehen geblieben? Oh, richtig. Dschungelhelden! Auf! Tor auf! Nun, mein Freund, was führt dich hierher? Tigerkrieger, wir haben deinen Sohn Junior entführt. Und wenn du deinen kleinen Heil wiedersehen willst, verlangt unser Anführer von euch im Gegenzug das Plüschtier Schuschu. Wie bitte? Euch geht's hier um ein Kuscheltier? Nicht irgendein Kuscheltier, es ist das Schönste und Süßeste im ganzen Dschungel. Aber es gehört der Prinzessin der Koalas und die wird von furchterregenden Wachen bewacht. Die von furchterregenden Hyänen bewacht werden. Die von Elefanten bewacht werden. Von furchterregenden Elefanten. Nur ihr könnt Schuschu klauen. Sag deinem Anführer, dass sich die Dschungelhelden nicht erpressen lassen. Bring uns sofort Junior zurück. Träum weiter! Wenn ihr Schuschu nicht vor Sonnenuntergang zur Klippe bringt, werden wir Junior zum Mond schießen! Na dann, viel Erfolg! Ich hol Junior zurück, aber ich klau sicher niemandem sein Kuscheltier! Bei diesem Vogel piept's wohl. Wir müssen uns beeilen, die Sonne geht bald unter. Was soll Harry machen, Maurice? Wir werden unseren Junior befreien. Und überraschen diese Bande. Frederike, Grummel, erkundet die Gegend. Wer meinen Sohn entführt, muss mit der Wut des großen Tigerkriegers rechnen. Hey, wir haben's geschafft, Chef. Sieh dir an, wer hier ist, Charlottchen. Der kleine Tiger. Willst du meine Kuscheltiersammlung sehen? Also, wo fangen wir an? Das ist Pipo und das ist Carolinchen. Und Anita, sie ist ein bisschen launisch. Und dort wird Chuchu sitzen. Das süßeste Kuscheltier im ganzen Dschungel. Lachst du über mich, kleiner Tiger? Du bist wie die anderen. Auch wenn ich ein gefürchteter Bösewicht bin, habe ich trotzdem ein weiches Herz.
Und wenn mir dein Papa bis zum Sonnenuntergang nicht meinen Schuhschuh bringt, dann schießen wir dich zum Mond, kleiner Tiger. Wollen wir ihm eine kleine Kostprobe geben? Ja! Na los, 4, 3, 2, 1, Wassermelönchen fliegt! Oh nein, armer Junior, jetzt ist alles vorbei! Nein, keine Sorge, Grummel, das ist nur eine Wassermelone. Sie schüchtern Junior damit ein. Verschaffen wir uns einen Überblick. Los, ihr zwei, passt auf! Wenn sich irgendein Eindringling nähert, schlag die Alarm! Dann schießen wir den Kleinen sofort zum Mond! Wir müssen irgendwie an Junior rankommen, ohne entdeckt zu werden. Lass uns Maurice und Harry herholen. Wir müssen uns gut tarnen, meine Freunde, und uns im Dschungel verstecken. Wir werden zum Dschungel. Wir sind bereit. Wir müssen uns beeilen. Also los, Freunde. Dschungelhelden, auf zur Rettung! Und dann habe ich ihm gesagt, ich stinke nicht. Du stinkst. Und weißt du, was er gesagt hat? Guck mal da oben. Siehst du die Wolke? Die ist echt schnell. Na schön. Wenn ich dich mit meiner Geschichte langweile, dann drehe ich ihm alleine meine Runden. Ignorieren kann ich mich auch selbst. Nee. Hallo. Wer ist da? Maurice. Maurice wer? Der große Tigerkrieger. Das kann ja jeder sagen. Das musst du schon beweisen. Also wie... Ugh. Entschuldigung. Hä? Wer war das? Hä? Hat dieser Strauch gerade echt genießt? Oh, leckere Beeren. Au. Hä? Moment mal, wo ist denn dieser niesende Strauch hin? Klopf, klopf. Das war Harry. Wachen! Eindringlinge! Links ist die Luft rein. Rechts ist die Luft rein. Gut, wir sind fast da. Hinten ist die Luft rein. Halt durch, Junior. Wir sind unterwegs. Tigerkrieger, versuchst du etwa uns reinzulegen? Entschuldige, Grummel. Lederike, du musst mir helfen. Ja! Jetzt müssen wir uns wohl eine neue Tarnung überlegen. Links ist die Luft rein. Hinten ist die Luft rein. Wir müssen irgendwie an den Wachen vorbeikommen, ohne dass sie Alarm schlagen. Soll Harry draufhauen, draufhauen, draufhauen? Das macht so viel Lärm. Soll Harry draufhauen, draufhauen, draufhauen? Ich glaube, ich habe eine Idee. Und dafür brauchen wir Pinsel. Das Allerwichtigste ist, dass es echt aussieht. Harry kann aber nicht so gut malen. Du machst das sicher gut. Beeilung, Dschungelhelden. Es ist kaum noch Zeit. In ungefähr 10 Sekunden geht die Sonne unter, kleiner Tiger, und dann machst du einen Ausflug ins Weltall. Los, lasst uns alle zusammenzählen. In Ordnung, Charlottchen? 10? 9? Was kommt denn vor 9, Charlottchen? 8? Sehr gut. Links ist die Luft rein. Rechts ist die Luft rein. Hinten ist die Luft rein. In der Mitte ist die Luft rein. Oben ist die Luft rein. Links ist die Luft rein. Hinten ist die Luft rein. Wieso sprecht ihr denn nicht mit mir? Naja, dann eben nicht. Los, schneller, wir sind fast da. Hallo, Sohn, wir sind hier. 4, Charlottchen, und dann kommt die 3. Du musst mich gar nicht so grimmig ansehen. Dein Vater hätte mir nur Chuchu bringen müssen. Wie bitte, Charlottchen? Du bist eifersüchtig? Aber ihr seid doch alle meine Lieblingskuscheltiere. Oh, Fritzi, bist du jetzt beleidigt? Na komm, Kleiner. Alles gut. Mua, mua, mua. Hinten ist die Luft rein. Ist sie gar nicht.
Du hast recht, Charlottchen. Machen wir weiter. Also, wo war ich? 3, 2 und 1. Klopf, klopf. Hm? Hä? Aber was ist denn? Hallo, draufhauen, draufhauen, draufhauen. Junior! Ach, mein Sohn, ich hab dich so vermisst. Du bist ein richtiger Tigerkrieger. Du bist ruhig geblieben. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Du bist mein kleiner, mutiger Junior. Ich freue mich so für euch beide. Ja, endlich sind wir alle zusammen. Hä? Was ist denn da passiert? Harry hat doch gesagt, dass Harry nicht gut malen kann. So, jetzt müssen wir nur noch den Kindern ihre gestohlenen Kuscheltiere zurückgeben. Das lasse ich nicht zu. Die werdet ihr nie kriegen. Das war knapp. Sie hätten mich fast getroffen. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Tut mir leid, dass ich Pipo ausgeliehen habe. Wird nicht wieder vorkommen, versprochen. Gib her! Sofort! Was denn? Los. Na komm ich schon, nimm ihn dir! Willst du nicht? Das ist meins! Hier, nicht ja. Nur noch 42 weitere Entschuldigungen, dann hast du es geschafft und darfst wieder nach Hause. Aber da wird es so leer sein ohne meine ganzen Kuscheltiere. Hm? Oh, du bist ja so schön weich. Dich nenne ich Fritzi Nummer 2, ja? Ist wohl keine gute Idee. Auf dem Meeresgrund. Ich weiß, ein Hase. Sehr gut, Friederike, du bist dran. Es ist ein Krebs. Ich bin dran. Hühnchen. Harry hat's erraten und ist der Nächste. Na, zu einfach. Ich hab's. Es war ein Nashorn. Ja, richtig. Du bist dran, Grummel. Grummel, wieso versteckst du dich? Wir spielen hier noch. Ich verstecke mich doch gar nicht. Ich mache ein Tier vor. Ah! Die Pflicht ruft, meine Freunde. Dein Stein ist echt sehr überzeugend. Aber es war kein Stein, sondern eine Schildkröte. Ah, Dschungelhelden! Auf zur Rettung! Viel Erfolg! Tor auf! Großer Tigerkrieger, schnell! Onkel Ernst ist auf dem Meeresgrund! Wie? Was meinst du damit? Er brauchte dieses Ding, um ein anderes Ding aus noch einem Ding zu machen. Und dann ist er mit einem großen Glas auf dem Kopf und seltsamen Flaschen auf dem Rücken ins Meer rein. Also das hört sich wie eine Taucherausrüstung an. Wo ist er reingesprungen? Am Strand. Ich habe ihn begleitet. Er sagte, er wollte zum Tiefsee graben. Und als er nicht zurückkehrte, kam ich zu euch. Und was soll die Sanduhr? Damit sieht man, wie viel Sauerstoff er übrig hat. Es ist nicht viel. Wir müssen uns beeilen. Grummel, mach die Ausrüstung klar. Auf geht's zum Tiefseegraben. Danke, Dschungelhelden. Sauerstoffflaschen? Ja. Die Phosphorlampen? Ja. Sanduhr? Ja, perfekt. Hier ist Onkel Ernst abgetaucht. Der Tiefseegraben liegt direkt unter uns. Wir warten hier. Viel Glück. Viel Erfolg, rummelige Maus und kleiner Tiger. Viel Glück, Junior. Viel Glück, Rummel. Wer weiß, was in den Tiefen des Meeres erwartet. Die Tiere der Tiefsee sind grenzlich nicht gewohnt.
von der Muschel weg. Wenn du ihr zu nahe kommst, schnappt sie zu. Vor den Unterwassertieren muss man keine Angst haben, wenn man sie nicht stört. Die meisten haben Angst vor dem Licht. Ja, nur die Zitterale nicht. Die können sehr gefährlich sein. Also, wir müssen nur die Ruhe bewahren. Vielleicht sind es keine Zitterale. Tja, es sind wohl doch Zitterale. Darauf gibt's nur eine vernünftige Reaktion. Weg! Junior, schnell runter zu den Schnackmuscheln, das wird sie aufhalten. Ein Fuchs? Nein. Sollten Grummel und Junior nicht schon längst zurück sein? Keine Sorge, die beiden haben sicher alles im Griff. Anders als Harry hier. Puh, hier finden die Aale uns nicht, aber wie es aussieht, müssen wir einen anderen Ausgang finden. Los geht's. Beeilen wir uns, Ernst, bleibt nicht mehr viel Sauerstoff. Tiefseegraben mal auf den Grund. Verstehst du, auf den Grund? Wir wollen ja wirklich auf den Meeresgrund. Wart auf mich, Junior! Ein Gnu? Nein. Ein Pilz? Nein. Eine Schnecke? Nein. Eine Schnecke mit Pfoten? Nein. Harry, gibt euch einen Hinweis. Das sieht mir ganz nach Ernst aus, oder? Oh, hallo, meine Freunde. Bin ich froh, euch zu sehen. Wisst ihr, mein Fuß ist in dieser Muschel hängen geblieben und ich kriege ihn nicht raus. Außerdem habe ich nicht mehr viel Sauerstoff. Ich stecke also ein bisschen in der Klamme. Sie wird einfach nicht aufgehen. Oh nein, er schon wieder. Junior, sag ihm, es tut uns leid, dass wir ihn vorhin aufgeweckt haben. Und auch, dass wir ihn mit der Sauerstoffflasche verjagt haben. Du brauchst nicht übersetzen, ich hab's kapiert. Er ist richtig sauer auf uns. Jetzt schrei nicht so laut, du vergeudest den restlichen Sauerstoff. Leise schreien ist echt schwer. Jetzt hat er uns! Da
Das ist eher schlecht. Mein Sauerstoff ist so gut wie aufgebraucht. Ja, Sauerstoff. Hör zu, Ernst. Halt die Luft an. Wir müssen uns an die Wasseroberfläche schießen. Und zwar mit den Sauerstoffflaschen, Junior. Hilf mir! Keiner weiß es. Harry sagt's euch. Harry war ein Flusskrokopferd. Halb Flusspferd, halb Krokodil und die andere Hälfte Flusspferd. Endlich frische Luft. Hey, lass Dr. Hühnchen frei. Dr. Hühnchen ist Freund von Harry. Bravo, Harry. Onkel Ernst ist gerettet. Gut gemacht, Grummel. Und du auch, Sohn. Also, Ernst, was wolltest du auf dem Meeresgrund? Ja, ich brauchte Perlen für meine neueste Erfindung, mein Meisterwerk. Wenn ihr mir ins Dorf folgt, führe ich sie euch vor. Ihr werdet ganz aus dem Häuschen sein. Ich erkläre es euch. Ich hatte die Idee für ein Ballspiel. Man muss dabei einfach den großen weißen Ball in die Nähe des kleinen roten Balls werfen. Oh, toll, noch so eine von deinen super unnützen Erfindungen. Deswegen haben wir uns in Gefahr begeben. Sei nicht so grummelig, Grummel. Das macht Spaß. Harry ist dran, Harry ist dran. Ups. Das große Fußballspiel. Grummelige Maus muss 100 Liegestütze machen, um die Dschungelhelden zu beschützen, während Harry seine Familie besucht. Keine Sorge, Harry. Junior und ich haben alles im Griff. Du kannst in aller Ruhe deine Familie besuchen gehen. Harry, bald wieder da. Macht's gut, Freunde. Zur Sicherheit macht Grummelige Maus weiter Liegestütze. Willst du eine Banane? Bananen sind lecker, aber noch besser sind gefüllte Bananen. Gefüllte Bananen sind die besten Bananen, weil gefüllte Bananen mit Bananen gefüllt sind. Es gibt nichts Besseres. Eine gefüllte Banane? Die doppelte Menge Banane ist also auch doppelt so lecker. Vielen Dank, Farina. Hey, was soll das? Hey, die da ist für uns. Na los, gib sie her. Oh, aber das war meine gefüllte Banane. Aus dem Weg, Kleiner. Hör zu, Gorilla, wir lieben deine Bananen. Gib uns das Geheimrezept und deinen Bananenstand. Ihr mögt Marinas gefüllte Bananen? Oh ja. Bitteschön. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Und jetzt lass besser auf der Stelle Marina in Ruhe, sonst kommt Marinas Mann und der wird euch Beine machen. Willst du uns veräppeln? Meinst du diese Schnarchnase da? Ganz genau. Manfred ist ein echter Fußballstar. Das war wohl, bevor er sich mit Bananen vollgestopft hat. Aber wenn du glaubst, dass dein Mann noch immer mit einem Ball über das Spielfeld dribbeln kann, dann schließen wir eine Wette ab. Nein, Mama, nicht! Ich wette, sie hört nicht auf mich. Die Wette gilt! Katastrophe! Gut, treffen wir uns morgen auf dem Platz. Wenn ihr gewinnt, lassen wir euch in Ruhe. Wenn ihr verliert, gehört dein Stand uns. Gehen wir. Bis morgen, Gorillas! Hallo, liebe Familie. Harry wollte euch besuchen. Hallo, Harry. Freut sich Harrys Familie nicht? Wir freuen uns wirklich sehr, dich zu sehen, Harry. Aber wir haben ein Problem. Wir erzählen's dir. Und das ist also die Wette. Wenn Papa das Fußballspiel verliert, verliert Mama ihren Bananenstand. Harry löst das Problem. Harry haut auf Mandrille drauf. Keine gute Idee. Dann werden die Mandrille zurück draufhauen. Stimmt, dann holt Harry seine Dschungelheldenfreunde. Nein, Sohn, das ist Papa Manfreds Sache. Papa Manfred muss das Spiel gewinnen. Ich mein's nicht böse, Papa. Aber dein Bauch ist so dick, dass du den Ball überhaupt nicht siehst. Manfred ist nicht dick. Manfred ist immer nur das Beste. Nur Bananen, die sind lecker und gesund.
Das ist richtig. Bananen sind gesund. Aber 100 am Tag sind vielleicht etwas viel. Pauline muss immer meckern. Pauline muss gar nicht immer meckern. Jetzt macht Pauline mich auch noch nach. Das ist sehr frech. Ich kann so reden, wie ich will. Pauline soll reden wie Pauline und nicht wie Paulines Papa. Nein, Papa. Wenn Pauline so reden will wie Papa, dann redet Pauline so wie Papa. Aufhören! Mhm. Papa, Paulinchen, hört auf zu streiten. Harrys Familie muss zusammenhalten. Wir werden hart trainieren. Und dann haben die Mandrille keine Chance. Papa und Harry werden das Spiel gewinnen. Draufhauen! Ah, Marina setzt Papa Manfred ab jetzt auf Diät. Heißt das etwa keine Bananen mehr? Genau. Oh. Lenke! Wenn Manfred weitermacht, bekommt Manfred eine leckere Banane. Papa, du musst dein Köpfchen benutzen. Wenn du die Flugbahn des Balls berechnest, bevor du ihn abschießt, dann triffst du immer. Na gut. Mama, Papa und Harry gewinnen morgen. Warum ist Mama traurig? Marina macht sich Sorgen. Wenn Manfred nicht gewinnt, ist Marina Stand futsch. Das wäre schrecklich. Papa weiß, dass er sein Bestes geben muss und er wird sich anstrengen. Wir können uns auf ihn verlassen. Du musst nur an ihn glauben. Schluss mit Bananen. Manfred muss trainieren. Nein, nein. Böse Banane. Freunde, ich begrüße euch zum großen Fußballspiel. Freuen wir uns auf die Mandrille gegen die Gorillas. Papa, Papa, wo ist denn Manfred? Aha, sieht so aus, als ob dein Mann einen Rückzieher gemacht hat. Falsch gedacht. Die Mannschaft, die zuerst 2 Tore schießt, gewinnt das Spiel. Also dann, los geht's! Harry, spiel ab! Ja, toller Pass! Los, schieß! Gehen mit ihrem ersten Tor in Führung. Bevor es weitergeht, Zeit für ein bisschen Werbung. Bürsti, Bürsti, mit der Bürsti, Bürste bürstet man alles weg. So wird das tägliche Geschirrwaschen zum Kinderspiel. Passt gut auf, ich zeig's euch. Die Bürsti, Bürste kriegt alles sauber. Bürsti, Bürsti. Oh, Manfred hat trainiert. Er ist offenbar auf Diät. Aber ich weiß, wir werden wieder in eine Schnarchnase zurückverwandeln. Banane! Gleich fängt die zweite Halbzeit an. Papa und Harry werden das Spiel gewinnen. Banane, lila Banane, Banane, lecker, Manfred, Banane. Nein! Papa bereit? Können losgehen. Nein! Tor! Die Mandrille holen auf. Die Spannung steigt. Noch ein letztes Mal Werbung, bevor das Spiel entschieden wird. Dank meines neuen Papagei-Botenvertrags kann ich in den ganzen Dschungel Nachrichten verschicken und welche erhalten. Für euch fliegen wir in die entlegensten Ecken des Dschungels. Eine Lieferung kostet nur 3 Erdnüsse. Kostet nur 3 Erdnüsse. Äffst du mich etwa gerade nach? Wer? Ich? Entschuldigung. Manfred hat allen versprochen zu gewinnen.
Manfred verliert. Jetzt bekommen die gemeinen Mandrille Marinas Bananenstand. Ich kann euch helfen. Wenn ihr mich mit Harry spielen lasst, werden wir das Spiel gewinnen. Manfreds Pauline ist doch zu klein. Pauline ist klein, aber sehr schlau. Die Dschungelhelden haben Harry beigebracht, dass immer der Klügste gewinnt. Pauline und Harry schaffen das zusammen. Na dann, Brüderchen, zeigen wir es ihnen. Und jetzt geht's weiter mit dem Spiel, Freunde. Nanu, die Gorilla spielen mit einem Ersatzspieler? Wird es die Kleine mit den Mandrillen aufnehmen können? Es wird spannend, Freunde. Pauline! Oh nein! Aufgepasst, Pauline! Fliegende Bananentechnik! Oh nein! Vergiss es, du halbe Portion! Du hast überhaupt keine Chance gegen uns! Pauline, spiel den Ball zu Harry! Na gut! Hier, großer Bruder! Gorillas dieses spannende Spiel gewonnen. Toll, Pauline. Gewonnen! Wir haben gewonnen! Hey, wir wollen eine Revanche und wenn wir gewinnen, kriegen wir den Bananenstand. Oh, was ist das? Oh, wie das piept! Wie kriege ich das wieder weg? Oh. Hat jemand meine Bürste gesehen? Damit die Mandrille uns ab jetzt nie wieder ärgern, verrät Marina dem ganzen Dschungel ihr Bananenrezept. Gute Idee, Mama. Vielen Dank für alles. Unser Harry muss uns bald wieder besuchen. Großes Gorilla-Ehrenwort. Bis bald. Mach's gut. Willkommen in Marinas Küche. Unsere liebe Freundin Marina wird uns heute ihr Geheimrezept für ihre leckeren gefüllten Bananen verraten. Zuerst wird die Banane aufgeschnitten. Dann legen wir eine andere rein. Ah, ja. Noch eine wird zermanscht. Oh, das sieht schon lecker aus. Die gießen wir rüber. Oh. Und schon ist alles fertig. Das war's für heute, Freunde. Bon Appetit. Wir sind schon ganz gespannt auf das nächste Rezept von Marina. Die mysteriöse Maulwürfin. Ah, gut gemacht, mein Sohn. Du hast mich gefunden. Beobachten und Tarnen sind wichtige Fähigkeiten eines Tigers. Jetzt musst du noch Al, Bob und Frederike finden. Super, Junior. Sehr gut, Junior. Jetzt fehlt nur noch Al, mein Sohn. Oh, Bananen. Bananen? Harry hat seit 5 Minuten keine Banane gegessen. Oh nein, das ist nicht fair. Nur wegen Harry. Freche, sprechende Banane. Harry wird dich auffuttern und zwar sofort. Hey, ich bin keine Banane. Weh, du frisst mich. Genug Verstecken gespielt. Jetzt ruft die Pflicht. Dschungelhelden. Auf zur Rettung! Viel Erfolg! Auf. Hallo, meine Freunde. Was führt euch denn her? Hallöchen, großer Tigerkrieger. Tja, wer ist hier der Chef? Hä? Das bin ich und deshalb rede ich und du bist still, kapiert? Aber Herr Stanislav, ich meinte doch nur... Ruhe! Ansonsten gibt's gleich die Maus, klar? Nein, nicht die Maus! Hör zu, großer Tigerkrieger, du musst mir helfen! Jede Nacht klaut ein Dieb meine Wassermelonen! Meine geliebten, leckeren, süßen Wassermelönchen! Weißt du, wer der Dieb ist? Ja, es ist diese M.M. Die mysteriöse Maulwürfin, sie trägt eine Maske und reitet eine Hyäne. Diese beiden Schlafmützen sollten nach ihr Ausschau halten und sie fangen, aber sie sind völlig unfähig! Aber Herr Stanislav,
Das ist nicht unsere Schuld. Ach nein, ich beschütze euch, ich ernähre euch und das hier ist der Lohn dafür? Oh, wie undankbar. Oh, ihr kriegt die Maus. Ihr habt sie verdient. Nein, die Maus. Nicht die Maus. Nein, nicht die Maus. 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 Ich dachte, Elefanten hätten gar nicht wirklich Angst vor Mäusen. Deine Hamster ist zur Maus geworden. Nein, Harry, er ist keine echte Maus. Aber er ist trotzdem nervig. Na gut. Stanislav, Elefanten, wir folgen euch. Wir klären das mit dieser MM, die eure Wassermelonen klaut. Los geht's, Freunde! Da seht ihr sie! Das sind meine Lieblinge, meine schönen, leckeren und süßen Wassermelonen. Sie sind mein Schatz. Niemand darf sie anfassen, wenn diese Maulwürfin auftaucht. Ha! Ertappt ihr sie auf frischer Tat? Na, wir sind doch Profis. Grummel, hast du einen Vorschlag? Hm. Ja, Fallen. Wir werden entlang des Weges Fallen aufstellen. Geheimer Knopf. Harry drückt auf Knopf. Nein, Harry, nein, nein, nein. Die Fallen sind gestellt. Die mysteriöse Maulwürfin kann kommen. Perfekt, aber zuerst esse ich eine Kleinigkeit. Rüssel! Herr Stanislav, meinst du, wir könnten auch eine Kleinigkeit essen? Ihr esst doch von morgens bis abends. Eure letzte Mahlzeit war erst gestern. Hier, aber beeilt euch damit. Die mysteriöse Maulwürfin! Los, beeilt euch, schnappt sie euch! Also gut, Dschungelhelden, Positionen einnehmen! Los, Blitzi, los! Na, was ist denn ihr Schlafmützen? Fangt sie! Der eine von links, der andere von rechts! Nein, umgekehrt! Alfred von links und August von rechts! Also, hier kommt keiner durch, ohne dass eine meiner Fallen zuschnappt. Ich hab dich geschnappt, MM. Oh, das denkst du vielleicht. Na schön, Harry. Jetzt liegt es an uns. So ein Harry-Geheimknopf drücken, Maurice. Noch nicht, Harry. Warte noch kurz. Du solltest jetzt aufgeben. Für diese Wassermelonen musst du erst an uns vorbei. Harry drückt jetzt Knopf. Also, eine kleine Korrektur. Wenn du die Wassermelonen willst, musst du nur noch an mir vorbei. Banzai! Nicht schlecht, mysteriöse Maulwürfin, aber du wirst uns nicht entkommen. Let's see. Hey, Tigerträger, na los, fang! Tut mir leid, Tigerträger, bis zum nächsten Mal. Ich fasse es einfach nicht, wollt ihr mich veräppeln? Ihr habt sie mit meinen Wassermelonen entkommen lassen! Kein Grund zur Sorge. Es verläuft alles nach Plan. Yeehaw! Wuhu! Ich bin wieder da und nicht mit leeren Händen. Tante Marianne! Wassermelone! Ja, ja! Wir haben solchen Hunger. Ja. Hm, gut gemacht, mein Sohn. Also, wir starten einen Überraschungsangriff. Und jetzt dann heißt es Operation Stillschweigen. Operation was? Das ist Operation Schweigstill. Oh,
denn, Junior? Du verteidigst sie? Ihr werdet Tante Marianne doch nichts tun, oder? Sie ist die Einzige, die sich um uns kümmert. Keine Angst, es ist alles gut. Es ist nur ein Spiel. Dann sorgst du für diese Kinder? Ja, die Kleinen sind die Weißen des Dschungels. Sie haben keine Eltern. Ich habe sie aufgenommen und kümmere mich um sie. Ich habe Wassermelonen angepflanzt, um sie zu ernähren. Und es war immer genug für alle da. Eines Tages bin ich Wasser holen gegangen und als ich zurückkam, hatte jemand all unsere Wassermelonen gestohlen. Die Kinder sagten, es war eine gemeine Maus, die zwei Elefanten Befehle gegeben hat. Oh, eine Maus? Zwei Elefanten? Da weiß ich jemanden. Ja, ich dachte sofort an diesen gemeinen Stanislav, der alle Wassermelonen für sich alleine will. Also habe ich mich verkleidet, um sie zurückzuholen. Und so wurde ich die mysteriöse Maulwürfin. Ich glaube, ich weiß, wie wir herausfinden können, ob es Stanislav und seine Elefanten waren. Okay, wir statten ihnen einen Besuch ab, Freunde. Da sind sie. Die befestigen wir hier. Genau so schön fest. Aber was wickelt ihr denn um den Baum? Haben wir doch gelacht. Ah, die Dschungelhelden. Und? Habt ihr die Dieben gefunden? Nein, Stanislav. Aber wir haben Waisen kennengelernt, denen auch Wassermelonen gestohlen wurden. Na, klingelt's? Warte, lass mich kurz nachdenken. Waisen, hm? Klingelt da irgendwas? Gar nichts, nein. Und bei euch beiden? Nein, gar nichts. Na schön. Tut mir leid, aber ihr lasst uns keine Wahl. Harry, Grummel, ihr seid dran. Eine winzig grüne Maus, die läuft herum im Haus. Ja, ich bin die Maus. Ah, eine Maus, weg da! Wir geben's zu. Wir haben den Waisen die Melonen geklaut. Tut uns leid, wir machen es nie wieder. Nein, ihr Trottel! Nein! Ihr Nichtsnutze! Jetzt nehmen Sie mir all meine Wassermelonen weg! Ach, ich habe eine Lösung! Ah! Lauft! 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 Also, Dschungelhelden, wie wollt ihr jetzt an meine Wassermelonen kommen, ohne zertrampelt zu werden? Marianne, jetzt bist du dran. Nein, 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 bitte nicht, das darf nicht wahr sein. Nicht die mysteriöse Maulwürfin. Wir sind frei. Los, schnell weg hier. Komm zurück, komm zurück. Die Dschungelhelden dürfen die Wassermelonen nicht kriegen. Junior, Harry, jetzt. Oh, ein Knopf! Harry liebt Knöpfe! Harry drückt drauf! Geht gar nicht! Geheimer Knopf ist kaputt. Na egal. Vielen Dank, Dschungelhelden. Dank euch haben wir unser Essen wieder. Die Maus! Die Maus! Die Maus! Die Maus! Hier ist sie! Ja, da ist die Maus! Eine kleine Maus, eine kleine Maus, die läuft herum in unserem schicken Haus. Gut, mir reicht's. Kannst du mich jetzt bitte wieder auf den Boden setzen? Wer bin ich? 5, 22, 17, 12 und 30. Harry hat fertig gezählt und sucht jetzt. Harry ist super schlau. Harry findet gleich all seine Freunde. Hier sind sie nicht. Hier sind sie auch nicht. Wo sind Harrys Freunde? Gefunden! Harry hat gewonnen! Da sind Maurice und kleiner Tiger! Entschuldigen Sie bitte, wer sind Sie denn? Maurice ist so lustig! Maurice tut so, als ob er Harry nicht kennt! Harry, aber wer ist Harry? Hallo Freunde! Harry hat ein Problem! Das ist eine Falle! Wir verhalten uns ganz ruhig! So findet er uns nie! Hallo Freunde! Hört ihr Harry? Harry, uns so aus dem Versteck zu locken, ist aber geschummelt. Harry hat großes Problem. Maurice ist komisch. Maurice erkennt Harry gar nicht mehr. Schönen guten Tag. Und wer sind Sie? Aber Maurice, wir sind's. Was ist denn nur mit ihm los? Oh, und wer ist das? Er wirkt gefährlich. Glauben Sie, er beißt?
Das ist Junior, er ist dein Sohn. Wirklich? Ich habe einen Sohn? Na, das ist ja toll. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin, ja, wer bin ich? Harry glaubt, Maurice' Kopf ist kaputt. Ja, es scheint, als ob er sich an gar nichts mehr erinnern kann. Hm, Junior, hat sich dein Vater den Kopf angestoßen? Und trotzdem der Gedächtnisverlust. Woran könnte das nur liegen? TAS, das Tiger-Amnesie-Syndrom. Oder MPN, massive Popelbildung in den Nasenlöchern. Oder ZKKS. ZKKS? Was ist das? Das klingt ja furchtbar. Zu viel Kirschkakerlakenstrudel. Und wie finden wir das heraus? Klar, mit einer Untersuchung. Na, hören Sie mal. Man klettert doch nicht einfach auf fremden Tieren herum. Na klar, Maurice hat einen Biss der Arachnidia-Amnesia, der gefährlichsten Spinne des Dschungels. Wenn sie dich beißt, verlierst du auf der Stelle dein Gedächtnis. Wir haben 3 Stunden. Danach lassen sich die Erinnerungen nicht mehr zurückholen. Aber es wird schon bald dunkel, Grummel. Was sollen wir jetzt machen? Es gibt ein Gegenmittel, den Schleim, der die Eier der Arachnidia-Amnesia beschützt. Doch es gibt ihn nur in der Höhle, in der die Spinnen leben. Und wo ist die Höhle? Da habe ich nicht die leiseste Ahnung. Aber ich weiß, wie wir es rausfinden. Als Harry Maurice gefunden hat, war Maurice hier. Wir müssen alles absuchen. Um zur Höhle zu gelangen, müssen wir die Spinne finden. Haha, das Spiel ist ja lustig. Kann mir jemand die Regeln erklären? Du musst dir nur eins merken. Du wartest da und rührst dich nicht vom Fleck. Ich glaube, wir haben sie. Aber beeilt euch, sie hat wohl schlechte Laune. Wir müssen sie fangen, aber Vorsicht, wir dürfen sie auf keinen Fall berühren. Was ist los? Wer ist da? Seien Sie nicht so unhöflich. Begrüßen wir die Kleine. Sie wirkt doch sehr nett. Also, ich mag Spinnen. Gut gemacht, Junior. Die Arachnidia-Amnesia ist eine besondere Spinne. Sie lebt in Kolonien und wenn sie denkt, dass sie in Gefahr ist, macht sie Folgendes. Sie krabbelt in die Richtung ihrer Höhle. Also dann mal los, Freunde. Wieso siehst du mich die ganze Zeit so traurig an? Ein Tigerkrieger? Wirklich? Wo denn? Ich meinst du? Kinder haben ja so eine lebhafte Fantasie. Entschuldigen Sie, könnte sein Vater ihn mir vielleicht kurz abnehmen? Ich trage ihn schon die ganze Zeit und... Aber du bist doch sein Vater, Maurice. Oh, stimmt, ja klar. Das war nicht gerade um die Ecke. Schnell, kommt jetzt, Leute. Wir müssen weiter. Die Sonne geht in einer Stunde unter. Gut, Sie werden das schon machen. Ich muss jetzt zum Abendessen. Wo wohne ich eigentlich? Ganz in der Nähe. Da drüben in der Höhle. Ich wohne da drin? Wow, wie schick. Von jetzt an müsst ihr höllisch aufpassen. Diese Spinnen sind sehr gefährlich und sie mögen keine ungebetenen Gäste. Ich sollte hier mal streichen. Es sieht so düster aus. Verhaltet euch ruhig. Sie sind in ihre Arbeit vertieft. Wenn wir ganz leise sind, werden uns die Spinnen überhaupt nicht bemerken. Ist mein Zuhause noch weit? Ich bekomme langsam Hunger. Ja. Echt? Mir soll's gefährlich sein? Maurice, lauf! Dein Essen wird gleich kalt. Das ist allerdings gefährlich. Ich komme schon. Hey, was ist mit euch? Habt ihr etwa auch Hunger? Ich lade euch ein! Puh, das war knapp. Aber zum Glück wurde niemand gebissen. Oh, Harry krabbelt's am Rücken. Oh nein, da ist einer auf Harrys Schulter. Wer bist du? Also, ich bin offenbar Maurice und du? Ich weiß gar nicht, wie du mich nennen sollst. Harry, dein Name ist Harry. Harry, dein Name ist Harry, weiß gar nicht, was Harry, dein Name ist Harry hier macht. Nur keine Sorge. Harry, dein Name ist Harry. Unten in der Höhle findet gleich ein Fest statt und es wird klasse. Aha, ein Fest, ein Fest, ein Fest. Oh, bei mir findet ein Fest statt? Das wusste ich ja gar nicht. Bin ich eingeladen? Schnell, wir müssen das Gegenmittel finden. Die beiden haben eine Schraube locker. Wer weiß, was sie sonst noch anstellen. Jetzt müssen wir noch mehr aufpassen. Je näher wir den Eiern kommen, desto gefährlicher werden die Spinnen.
Freunde, ich glaube, hier ist das Fest. Seht mal, die Lichter sind angegangen. Oh nein, ihre Augen sind rot. Das heißt, sie sind bereit zum Angriff. Wir müssen hier sofort raus. Wozu denn die Eile? Die Höhle ist voller Gäste. Harry, dein Name ist Harry. Könntest du bitte jetzt draufhauen? 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 Ah, draufhauen! Hallo, mein Freund. Was kann ich für dich tun? Hä? Soll Harry, dein Name ist Harry, nochmal draufhauen? Nein, ist schon gut. Was ist mit mir? Hilft mir vielleicht auch jemand? Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Oh, danke. Ich dachte gleich, hätten sie mich. Was ist mit dir, Friederike? Na, was soll denn das Geschrei? Oh, und wer bist du? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Sie wurde auch gebissen. Ich bin Harry, dein Name ist Harry. Und mir wurde gesagt, ich bin Maurice. Hallo. Ihr könnt euch später vorstellen. Jetzt los, wir dürfen nicht zu spät zum Fest kommen. Oh, ein Fest. Ich liebe Feste. Bist du auch eingeladen? Ja, natürlich. Naja, ich denke, es wird trotzdem lustig. Oh. Und das hier ist die Höhle mit den Eiern. Ich brauche nur etwas von dem Schleim, um sie zu heilen. Und der Spuk ist vorbei. Sie werden bewacht. Oh nein, wie sollen wir an dir vorbeikommen? Hey, ist das die Tanzfläche? Hallo, Frau Spinne. Wollen Sie tanzen? Oh, es ist ein Kostümfest. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich verkleidet. Ach toll, eine Überraschungsparty bei mir zu Hause. Wie aufregend. Junior, ohne den Schleim sind wir verloren. Du musst versuchen, da irgendwie reinzukommen. Den Tanz kenne ich gar nicht, aber er sieht fetzig aus. Doch, aber warum kleben wir denn hier oben fest? Das ist eine lange Geschichte, erzähle ich später. Harry, dein Name ist... Harry, kannst du uns befreien? Junior, was machst du denn so allein hier unten? Los, komm auf meinen Arm. Das ist ja komisch, dass du das sagst. Mir kommt's auch vor, als hätte ich dich vermisst. Toll gemacht, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Ohne diesen Schleim, den wir dank dir abbekommen haben, hätte ich für immer alles vergessen. Sogar, dass ich ein Tiger bin. Unglaublich, oder? Wartet, muss der Erste, der beim Versteckenspielen gefunden wird, nicht etwas tun? Oh, klar, stimmt. Du hast verloren, Maurice. Ich würde vorschlagen, du musst eine Woche lang für Al und Bob abwaschen. Das gefällt mir aber nicht, hä? Hallo, Freunde, wer seid ihr? Oh nein, was ist denn jetzt wieder passiert? So kommen die Tigerkrieger ums Abwaschen herum. Die Eierjagd. Helft uns, Hilfe! Ist denn da niemand, der uns rettet? Oh. Ich hab solche Angst. Oh, wenn uns doch nur die Dschungelhelden helfen würden. Beim heutigen Training konzentrieren wir uns auf unsere Rettungsstrategien. Irgendwelche Ideen? Ich! Ja, Grummel? Wir müssen eine Maschine bauen, mit der wir unsere Freunde befreien können. Mit dieser neuen Erfindung könnten wir dann die Käfigtür so leise öffnen, dass keinerlei Aufmerksamkeit erregt wird. Blablabla. Befreit uns! Bitte holt uns raus! Wir wurden gefangen! Und somit, Freunde... Alles erledigt. Harry befreit Krötenfreunde. Das ist auch eine Rettungsstrategie. Vielen Dank, Dschungelhelden. Die Pflicht ruft, meine Freunde. Dschungelhelden! Auf zur Rettung! Viel Erfolg!
auf. Hallo, Salvador. Was führt dich hierher? Oh, Maurizio, eine Katastrophe. Einfach fürchterlich. Heute Morgen haben mir Tucani ihre Eier anvertraut, weil sie für ihre Babys Nester bauen müssen, bevor sie schlüpfen. Oh, grauenhaft! Ich wollte die Tucane mit einem Geschenk überraschen. Und deshalb habe ich aus den Eiern Kunstwerke gemacht und sie angemalt. Aber als ich nicht geguckt habe, sind sie verschwunden. Ich verstehe das nicht. Was sage ich denn jetzt den Eltern? Oh, die armen kleinen Babys. Keine Sorge, Salvador, wir finden sie. Ja, wir fangen die Suche in deinem Atelier an. Gehen wir, Freunde. Nun, damit wir rausfinden, was passiert ist, musst du uns genau erzählen, was du heute Morgen gemacht hast. Ja, ich habe meiner Kreativität freien Lauf gelassen. So etwa. Also, wo immer die Eier sind, sie sind gut beschützt. Die Farbe ist so dick, es ist, als ob sie einen Panzer haben. Und was hast du dann gemacht? Ich habe sie hierher zum Trocknen hingestellt und dann bin ich zu meinen Bildern gegangen. Oh nein, ich schon wieder. Gut, jetzt wissen wir, wo die Eier sind. Harry, du holst das, das am Biberdamm ist. Mhm. Grummel, du das bei den Nilpferden. Mhm. Junior, du gehst zum Fluss. Friederike, du schnappst dir die in den Bäumen und ich gehe zur Lichtung. Viel Glück, Freunde! Panzer! Dir noch ein Pinselstrich? Oh, jetzt sind auch die Dschungelhelden verschwunden. Eine Katastrophe! Armes kleines Ei, so ganz allein. Harry wird dich zurückbringen. Hallo, Igelfreund. Kannst du mal rutschen? Harry muss darüber. Nicht so schnell, junger Gorilla. Nur jene, die das Rätsel lösen, dürfen dem Baumstamm passieren. Harry, tut's leid, aber Harry muss auf Igel draufhauen, wenn Harry nicht rüber darf. Au! 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 Na gut, Harry macht bei Igelrätsel mit. Hör zu, junger Gorilla. Was ist groß und gelb, wärmt am Tag meine alten Knochen und verschwindet in jeder Nacht? Eine Banane? Also, wo könnte dieses Ei jetzt sein? Genau so. Ha, da bist du. Hey, du. Wenn du den Pokal willst, musst du erst gegen El Popo kämpfen. Bist du bereit, du glubschäugige Maus? Nein, das ist ein Missverständnis. Ich erklär's dir. El Popo! El Popo! Entschuldigt, aber ich muss das Ei zu seinen Eltern zurückbringen. Du willst das Ei, Tiger? Aber erst gibt's Himmel und Hölle. Was ist Himmel und Hölle? Eine Kampfkunst? Nein, ein Spiel. Erst wirfst du einen Stein und dann musst du in die Felder springen, ohne die Linien zu berühren. Sonst hast du verloren. Auch das noch. Schön vorsichtig, Kleiner. Nicht das Ei anfassen, sonst fällt es runter. Oh. Komm schon, junger Gorilla. Ich gebe dir noch eine Chance. Was ist gelb und wärmt diese erschöpften Knochen? Eine gekochte Banane? Nein, schon wieder falsch geraten. Die Antwort war die Sonne. Also schön, versuchen wir noch ein Rätsel. Diesmal ein einfaches. Ich bin gelb und schmecke süß. Ich habe eine längliche Form. Und du isst mich gerne. Ich bin...
die Sonne. Nein, das war die Lösung des vorherigen Rätsels. Jetzt konzentriere dich. Harry muss doch das Tukanei holen und nicht irgendwelche Igelrätsel lösen. Wenn Harry nicht über Igelbrücke darf, muss Harry neue Brücke bauen. Nun, junger Gorilla, ein weiser Mann hat mal gesagt, die einfachste Lösung ist oft die beste. El Popo! El Popo! El Popo! Also dann, wer ist der Stärkste hier? El Popo! Oh, ist es etwa das Bild von deiner Mama auf deiner Brust? Die Arme! Wenn du so viel im Ring stehst, sieht sie dich bestimmt nicht sehr oft. Hä? Hey, sprich gar nicht über meine Mami. Sonst mache ich dich platt wie eine Tortilla. Sie muss stolz sein, wenn sie an ihren kleinen Sohn denkt, mit dem sie früher immer gekuschelt hat, wenn sie ihn ins Bett brachte. Und jetzt ist er so groß und stark. Hat sie dich jemals im Ring gesehen? Meine Mami wollte doch nie, dass ich kämpfe. Sie sagt, das sei zu gefährlich. Ja, deshalb trage ich auch eine Maske, damit sie mich nicht erkennt. Na komm schon, El Popo. Lauf schnell zu deiner Mami. Sie vermisst dich sicher. Ja, ich lass das Kämpfen sein. Mami, ich komme. Na also, ich hab gewonnen. Ich nehme das jetzt mit. Aber macht's gut. Oh, das sieht kalt aus. Langsam. Oh, das ist kalt. Mal klappt's. Junior, du bist auch hier? Gut, lass uns tauschen. Und 1, 2, 3, hopp, hopp, 4, 5, 6, hopp, 7, 8, hopp, und hopp, 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 hopp. Hey, ich glaube, ich habe das Ei gewonnen. Dann nimm's dir, ich finde die Farben vom Ei sowieso blöd. Danke, Mädels, bis bald. Und erzählt niemandem, dass ich hier so rumgehopst bin, hm? Dschungelhelden, ihr seid fantastisch. Ihr habt meine Kunstwerke gerettet. Damit das nicht wieder passiert, kommen alle Eier in diesen Korb. Genauso, gut. Und jetzt stelle ich sie an diesen sicheren Ort, bis sie die Eltern abholen. Sehr schön. Oh. Schon wieder. Oh, da kommen ja meine Tukan-Freunde, um ihre Babys abzuholen. Es ist alles wunderbar gelaufen. Oh, gleich werden die Kleinen schlüpfen. Oh, willkommen, meine Schnuckelchen. Oh, meine süßen Babys. Die Tigerjagd. Du bist dran, Al. Hopp, 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 hopp. Du hast 3 Steine verloren. Du bist dran, Bob. Hopp, 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 hopp. Du hast verloren, Al. Sollen wir noch mal spielen? Sehr gerne, aber leider haben wir alle Spielsteine gegessen. Nachricht! Hä? Nachricht! Ich habe eine Nachricht für die Tiger, eine Nachricht.
Nachricht für die Tiger! Wie? Eine Nachricht für uns? Was denn? Ich soll das große Tigerkriegerturnier ankündigen auf der Sonnenfelsinsel! Hast du gehört, Junior? Das große Tigerkriegerturnier. Da müssen wir hin. Darf Harry auch mitkommen, Maurice? Nein, das ist nur für Tiger. Jetzt Harry traurig. Tut mir leid, Harry. Wir berichten euch. Folgt mir! Macht's gut, Freunde. Wir sind bald zurück. Viel Glück, Tiger! Das große Tigerkriegerturnier ist eine tolle Sache. Wir können uns über unsere Kampftechniken und vor allem über die drei größten Stärken der Tiger austauschen. Ein Tiger ist unberechenbar und sehr schlau. Und ein Tiger gibt niemals auf. Das stimmt, mein Sohn. Streifen sind auch sehr wichtig. Da sind wir, da ist sie schon. Die Sonnenfelsinsel. Puh, das war nicht gerade um die Ecke. Diese glänzenden Felsen sind aber sehr schön. Sehr beeindruckend. Folgt mir, wir sind fast da. Hallo? Ist jemand da? Wir sind wegen des großen Tigerkriegerturniers gekommen. Das Turnier nur für Tiger. Sehr gut, Sie sind in unsere Falle getappt. Ah, unsere größten Gegner. Gut erkannt, großer Tiger. Wir haben dich von deinen Freunden weggelockt, um eine besondere Tigerjagd zu veranstalten. Der, der dich zuerst besiegt, wird gekrönt werden. Und zwar zum fiesesten Schurken des Dschungels. Hä? Keine Sorge, solange wir zusammen sind, haben diese Feiglinge keine Chance. Wir beide, mein Sohn, werden immer zusammenhalten. Macht euch darauf gefasst, von Wladimir und seinen Feuerameisen gejagt zu werden. Von Melina mit ihrer neuesten klebrigen Erfindung, der Harzkanone. Von Doom, dem Schrecklichen, mit seinem hypnotisierenden Blick. Von der Königin der Explosion in Lunte. Und von mir selbst natürlich, Captain Karate. Und vom großen Furax. Sehr gut, mein Sohn. Die Falle, in die Sie uns gelockt haben, ist ein super Training. Wir zwei werden Ihnen zeigen, wo es lang geht. Worauf wartet ihr denn noch? Kommt ihr runter? Nein, ihr bekommt eine halbe Stunde Vorsprung. Und dann heißt es, die Jagd beginnt. Eine halbe Stunde? Ja, Tigerkrieger, eine halbe Stunde und keine Minute länger. Das ist zu lange. Da langweilen wir uns. Nein, 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 nein. Wir machen es so. Wir beide verstecken uns. Ihr zählt bis 100 und dann beginnen wir mit der Jagd. Wir werden euch schnell besiegen und gehen wieder nach Hause. Gut, bis gleich. Ja gut, bis gleich. Oh, bitte, bitte, darf ich zählen, Captain, ja? Oh, Junior, erinnerst du dich, was ich dir beigebracht habe? Ein Tiger muss unberechenbar und schlau sein. Und das Wichtigste, er darf niemals aufgeben. 97, 98, 99, 100! Lass die Tigerjagd beginnen! Na los! Wo versteckt ihr euch, Tiger? Ihr habt keine Chance gegen meine neue Harzkanone. Und du, mach das Fernglas für mich. Da sind sie nicht, da sind sie nicht, da sind sie nicht, da sind sie nicht, da sind sie nicht. Hey! Da sind sie, da sind sie, da sind sie. Da sind sie nicht, da sind sie nicht, da sind sie nicht, da sind sie nicht, da sind sie nicht. Aber das ist unmöglich. Sie können doch nicht einfach wegfliegen. Kuckuck. Da sind sie, da sind sie. Siehst du, sei immer schön unberechenbar, Junior. Lass uns gehen. Ihr steckt da drin fest. Bis später, Tiger. Jetzt macht's erstmal Boom. Wir müssen irgendwie zu ihr hochkommen. Yes! Wasserstrahl, Junior! Gut gemacht, mein Sohn. Ich hab's dir ja gesagt. Ein Tiger muss schlau sein.
Die Jagd ist zu Ende. Ihr sitzt in der Falle, dank meiner kleinen roten Freundchen. Wenn ihr euch bewegt, werdet ihr von meinen Feuerameisen verspeist. Wie bringst du sie dazu zu gehorchen? Sag schon, hast du einen Trick oder hältst du etwa ihre Königin gefangen? Weder noch. Ich habe jede von ihnen ausgebildet, eine nach der anderen, und ich habe ewig dafür gebraucht. Aber jetzt gehorchen sie mir alle und machen mich zum König der Schurken. Also dann, Attacke, meine kleine Veronika, Natascha, Manuela, Cynthia, Anna, Sara, Belinda, Camilla, Bertha, Edna, Kenza, Helena, Olga, Elvira, Camilla. Was macht ein Tigerkrieger, wenn er einem so zahlreichen Gegner gegenübersteht, Sohn? Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Der Tiger greift sie an. Zumindest, wenn die Gegner so winzig sind. Also los, Banzai! Oh nein! Ich, Veronika, Natascha, Manuela, Cynthia, Anna, Sara, Belinda, meine Lieblinge! Komm schon, komm! Wir dürfen nicht nachlassen! Ein Tiger gibt niemals auf, Junior! Rache! Ihr müsst zurückschlagen, Veronika, Natascha, Manuela, Cynthia, Sara, Belinda, Camelia, Berta, Emma, Daniela, Felicia! Sie haben Lunte, Melina und Wladimir besiegt. Es war ein Kinderspiel. Die beiden sind stärker, als wir vorhergesehen hatten. Ich frage mich, ob diese Tigerjagd wirklich so eine gute Idee war. Na, na, mein Freund, jetzt seien wir doch mal realistisch. In einem fairen Kampf haben wir keine Chance gegen den großen Tigerkrieger. Aber wenn ihr es schafft, Maurice abzulenken, kümmere ich mich um den Junior. Und warum sollten bitte wir ihn ablenken? Weil ihr zwei in meine Augen schaut. In meine Augen schaut. In meine Augen schaut. In meine Augen schaut. Und jetzt beide meine Sklaven seid. Wir sind deine Sklaven. Oh. Junior, knüpf dir den rechten Tor. Hallo, kleiner Tiger. Schau mir in die Augen, in die Augen, in die Augen. Jetzt bist du mein Sklave und tust, was ich sage. Ich bräuchte hier mal deine Hilfe. Junior! Oh, da bist du ja. Junior, was machst du denn? Oh nein, meine Streifen! Ich habe die Schwäche des großen Tigers gefunden. Das Wasser wäscht seine Streifen ab. Und ohne Streifen ist ein Tiger kein Tiger mehr, oder? Los, Kleiner, spritz weiter. Du bist ein Tiger, mein Sohn. Du kannst dich von Doomspan befreien. Oh, oh, no. Das war's. Die Jagd ist vorbei. Ich habe dem großen Tigerkrieger die Streifen genommen und sein kleiner Sohn steht jetzt unter meinem Bann. Also können wir festhalten, ich bin der fieseste Schurke im Dschungel. Doom, ich bitte dich, nimm mir Junior nicht weg. Er bedeutet mir alles. Wir halten immer zusammen, mein Sohn, nicht wahr? Wir halten immer zusammen. Halten immer zusammen. Ein Tiger muss immer unberechenbar sein. Ein Tiger muss immer schlau sein. Oh, jetzt mache ich euch beiden Feuer unterm Hintern. Da, pass auf, sie explodiert gleich. Ein Tiger gibt niemals auf. Und jetzt, da meine Streifen wieder da sind, hütet euch vor dem Zorn des großen Tigerkriegers. Ich mach das! Oder nicht? Nehmt euch in Acht! Ich kann nämlich Kung Fu! Keiler, los, beschütze mich! Falls sich jemand fragt, wer von uns der Schwächste ist, wir sind alle gleich mies. Und dank
Danke für die Streifen, mein Sohn. Sie sind sehr schick. Ich glaube, ich behalte sie. Etwas zu angeberisch? Naja, du könntest recht haben. Ich lasse sie zu Hause neu malen. Aber ich bin so gespannt, was die anderen sagen, wenn sie sehen.